Ich spreche heute über Sprache und Geschlecht im interkulturellen Vergleich. Das heißt, ich spreche auch über diversitätsgerechte Sprache im interkulturellen Vergleich. Der Vortrag wird dementsprechend auch relativ materialreich. Dafür habe ich ihn etwas weniger theorielastig gestaltet. Trotzdem kurz ein paar Worte zu meiner Methode als Philosophin. Als Philosophin betreibe ich eine Mischung aus Sprachphilosophie und Phänomenologie. Es geht mir darum, zu fragen, was tun wir, wenn wir etwas sagen, also doing things with words. Doing things with words hat immer zwei Aspekte, zwei Seiten, eine leibliche und eine sprachliche Ebene. Die sprachliche Ebene wird durch die linguistische Sprechakttheorie abgedeckt und die leibliche Ebene können wir mit der philosophischen Phänomenologie sehr gut untersuchen. Ansatzweise finden wir eine Mischung aus beiden schon bei Austin in seinem Plea for Excuses. Dort schreibt er: When we examine what words we should use in what situations, we are looking again, not merely at words, but also at the realities we use the words to talk about. We are using a sharpened awareness of words to sharpen our perception of the phenomena. Dementsprechend beschreibt Austin seine eigene Methode auch als linguistische Phänomenologie, wobei ich sagen würde, dass die Linguistik hier ziemlich stark ist und die Phänomenologie ein wenig schwach. Da setze ich ein und ergänze das Ganze eben um einen phänomenologischen Blick. Interessant an dem Zitat, das ich gerade vorgelesen habe, finde ich, dass er von Realities im Plural spricht. Wenn wir jetzt von Realities im Plural sprechen, dann stoßen wir sehr schnell auf den Vorwurf, der zum Beispiel auch der postmodernen Philosophie, auch Teilen des Feminismus gemacht wurde, dass das alles viel zu relativistisch sei, dass es jetzt plötzlich nicht mehr eine Wahrheit gäbe, über die wir uns verständigen können. Tatsächlich gibt es diese eine Wahrheit in dieser Form ja gar nicht. Sandra Harding hat das in den 80er Jahren bereits sehr prägnant ausgedrückt, finde ich. Sie schreibt: There are as many interrelated and smoothly connected realities as there are kinds of oppositional consciousness. Das heißt, es gibt viele Realitäten. Es gibt so viele Realitäten, wie es Formen von Bewusstsein gibt. Denn jedes Bewusstsein hat eine eigene Perspektive auf die Welt und sieht eine andere Realität oder zumindest einen anderen Teil der Realität. Sie schreibt dann 2015 dementsprechend auch: There is no view from nowhere position, from which one can see every social and natural reality in the past, present and future. Es gibt nicht diese eine Position, von der aus ich die Welt in ihrer Fülle, in ihrer Gänze sehen kann. Schon gar nicht über verschiedene Zeiten oder soziale Kontexte hinweg. Das ist einleuchtend. Wichtig ist es deshalb, miteinander ins Gespräch zu kommen, denn dann können wir die unterschiedlichen Perspektiven, die wir alle haben, nutzen. Und dabei spielt Sprache natürlich eine besondere Rolle, denn wir sprechen ja zum Glück verschiedene Sprachen. Und die verschiedenen Sprachen können eben unterschiedliche Realitäten unterschiedlich gut beschreiben. Wenn wir also diese verschiedenen Sprachen, die es auf der Welt gibt, nutzen, können wir auch die Phänomenbeschreibungen ergänzen, bereichern oder auch kritisch hinterfragen, so wie Rolf Elberfeld es bemerkt. Wenn wir jetzt Geschlechtlichkeit als ein Phänomen uns näher anschauen, dann ist das ziemlich komplex. Deshalb habe ich ein Plakat mitgebracht. Das sieht so aus. Wir haben hier drei Ebenen. Eine dieser drei Ebenen ist nochmal unterteilt, nämlich die mittlere. Ganz oben haben wir Sex, das biologische Geschlecht. In der Mitte haben wir Gender, einmal Expression und einmal Identity. Und ganz unten haben wir Desire, also die sexuelle Ausrichtung. Interessant finde ich jetzt, dass diese beiden Bereiche, der erste und der zweite, eine Gemeinsamkeit haben, obwohl sie ja eigentlich unterschiedlichen Bereichen angehören. Denn das biologische Geschlecht, die physischen Merkmale, mit denen ich geboren wurde, ergeben zusammen mit der Gender Expression, das heißt in Verbindung mit einem bestimmten Habitus, bestimmter Kleidung, Frisur und so weiter, den Phänotyp,
den ich habe, beziehungsweise den andere an mir wahrnehmen. Also meine körperlichen Merkmale zusammen mit der Art, wie ich mich gebe und zeige, ergeben den Phänotyp. Anhand dieses Phänotyps nehmen andere Personen mich dann als weiblich, männlich oder divers wahr. Und genauso nehme ich auch andere Personen anhand ihres Phänotyps als weiblich, männlich oder auch divers wahr. Der dritte Bereich, also der zweite Bereich von Gender, Gender Identity, ist auch phänomenologisch höchst spannend, denn auch da geht es um Wahrnehmung. Die Gender Identity ist im Grunde die Wahrnehmung meiner eigenen Geschlechtlichkeit durch mich selbst, wie ich mich fühle. Dieses Plakat ist aber noch aus anderen Gründen für mich als Phänomenologin sehr, sehr spannend. Schauen wir es uns mal genauer an. Wir haben zum Beispiel bei der Gender Identity verschiedene Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit Frau, Mann, wir haben beides, wir haben Gender Fluid oder wir haben auch Agender. Wenn wir das jetzt mit einem geschärften, phänomenologischen Blick uns anschauen, fällt etwas auf. Auf dem gesamten Plakat wiederholt sich nämlich etwas. Im Grunde ist auf dem Plakat immer eine weibliche oder eine männliche Figur zu sehen, in verschiedenen Kombinationen und verschieden variiert, zum Beispiel auch durchgestrichen und grau als neutral. Wir erkennen sie aber ja nach wie vor als die männliche und die weibliche in dem Fall aufgrund der Form. Wir haben also auf diesem Plakat eigentlich zwei Geschlechter, ein weibliches und ein männliches Figürchen. Und die werden unterschiedlich kombiniert, um zum Beispiel auch Agender auszudrücken, Transgender, Intersex und so weiter. Das heißt, hier hat sich doch irgendwie das binäre Schema weiblich-männlich wieder eingeschlichen, obwohl wir doch eigentlich eine Vielfalt darstellen wollten. Ich wüsste allerdings auch nicht, welche Symbole wir nutzen könnten, um Agender und Intersex darzustellen, ohne uns auf das weibliche und das männliche Figürchen zurückzubeziehen. Ist denn dieses binäre Schema, also diese Zweigeschlechtlichkeit, weiblich-männlich, ist die denn überhaupt schlecht? Naja, Zweigeschlechtlichkeit ist genau in dem Moment ein Problem, wenn sie zur Heteronormativität führt. Und Heteronormativität ist genauso komplex, wie das Wort lang ist. Es geht dabei immer um eine Norm. Das heißt, hier wird etwas zur Norm erklärt. Und alles, was von dieser Norm abweicht, ist eben eine Abweichung, vielleicht sogar krankhaft, wird ausgeschlossen, marginalisiert und diskriminiert. Eine heteronormative Haltung erstreckt sich nun auf alle drei Bereiche, die wir gerade auf dem Plakat gesehen haben: Sex, Gender und Desire. Und eine heteronormative Haltung geht nun davon aus, dass es genau zwei biologische Geschlechter gibt. Alles, was davon abweicht, ist eben eine Abweichung. Und passend zu diesen beiden biologischen Geschlechtern gibt es auch zwei Geschlechtsidentitäten. Wenn ich nun also als Frau geboren wurde und ich habe ja nur zwei Auswahlmöglichkeiten, dann habe ich bitte auch eine weibliche Gender Identity auszuleben, weil das passt doch so schön zusammen. Ich habe mich also bitte auch als Frau zu fühlen und aber bitte dann auch so zu geben. Und um es noch weiter zu vereinfachen, die Welt ist ja schon kompliziert genug, wird dann auch noch Heterosexualität mit als Norm gesetzt. Das heißt, wenn ich als Frau geboren wurde, eine weibliche Geschlechtsidentität habe, dann ist doch von vornherein schön festgelegt, dass ich mich mit einem Mann einzulassen habe. Das Poster mit den geschlechtlichen Möglichkeiten wäre heteronormativ überarbeitet, dementsprechend auch deutlich übersichtlicher. Und alles, was von diesen Möglichkeiten abweicht, wird dann eben marginalisiert, diskriminiert und ausgeschlossen. Das binäre Schema kann also ein Problem darstellen und es hängt uns irgendwie auch nach, wie wir das auf dem Poster hier sehen können. Denn es ist schwierig, irgendeine Form von Geschlechtlichkeit auszudrücken, zumindest visuell, ohne sich auf weiblich und männlich als Kategorien doch irgendwie zurückzubeziehen. Welche Rolle spielt jetzt hierbei die Sprache? Ich würde sagen, eine ziemlich große. Um das zu verdeutlichen, habe ich jetzt verschiedene Grammatiken herausgesucht und wir schauen jetzt mal, welche Rolle Geschlechtlichkeit in diesen Grammatiken so spielt. Ich habe 5 Beispiele ausgesucht aus den indoeuropäischen Sprachfamilien, die Gemeinsamkeiten haben, aber eben auch Unterschiede aufweisen. Wenn wir uns diese 5 Sprachen anschauen, dann sehen wir, dass es in diesen 5 Sprachen ganz ähnliche Wortarten gibt, die sehr ähnlich auch aussehen. Wir haben bestimmte Artikel und Personalpronomen in der dritten Person Singular und wir sehen auf den ersten Blick schon, dass es hier offensichtlich Unterscheidungen gibt. Wir haben nämlich in allen 5 Sprachen weibliche und männliche Formen, sowohl bei den Artikeln
als auch bei den Personalpronomen. Und weibliche Endungen haben wir teilweise sogar bei den Substantiven. Im Russischen ist das ganz extrem, da ist alles eindeutig grammatisch geschlechtlich gekennzeichnet. Im Deutschen ist es nicht so, also die Wand ist weiblich und der Mond ist dann wieder männlich. Der Hund auch. Irgendwie gibt es da keine richtige Regel, aber wenn wir von Personen sprechen, dann haben wir eine Kennzeichnung und mit der schlagen wir uns gerade auch ein bisschen rum, wenn wir versuchen, diversitätsgerecht zu sprechen. Denn ich kann von der Lehrerin sprechen oder von dem Lehrer. In beiden Fällen habe ich dadurch ein Geschlecht ausgedrückt. Es gibt auch noch, und zwar in allen 5 Sprachen, einen Bereich, der offensichtlich neutral ist, nämlich die erste und die zweite Person Singular. Ich und du sagt überhaupt nichts über mein Geschlecht aus oder über deins. Wir können allerdings an dieser Stelle festhalten, dass es in allen 5 Sprachen eine ziemlich starke Diskriminierung gibt, beziehungsweise eine Markierung von Geschlecht auf grammatischer Ebene. Wenn ich jetzt diskriminieren sage, dann klingt das erstmal schlecht. Sexuelle Diskriminierung, sexistische Diskriminierung, rassistische Diskriminierung. Tatsächlich ist Diskriminieren an sich ja nichts Schlechtes. Wir brauchen das sogar, denn wir können die Fülle und die Vielfalt in unserer Umwelt gar nicht verarbeiten. Das heißt, wir müssen lernen, das alles irgendwie zu vereinfachen, habhafter zu machen. Und das ist etwas, was wir tatsächlich lernen müssen und was wir unseren Kindern auch beibringen. Zum Beispiel mit sogenannten Sortierspielen. Sortierspiele können wir kaufen, aber wir können sie auch einfach selber basteln. Da gibt es auch Anleitungen im Internet. Zum Beispiel können wir ganz einfach Formen auf den Boden aufkleben mit Klebeband und unseren Kindern dann dieselben Formen in verschiedenen Farben aus Holz oder Papier in die Hand drücken und sagen, so, jetzt sortier das mal. Was gehört denn hier zusammen und was ist vielleicht unterschiedlich? Dadurch lernen die Kinder tatsächlich Kategorien zu bilden. Und diese Kategorisierung ist wichtig für uns. Ohne die könnten wir unsere Umwelt, wie gesagt, nicht begreifen. Diese Kategorisierung und das Lernen, Dinge in Schubladen zu stecken, ist natürlich auch die Grundlage für Diskriminierung im negativen Sinne. Denn Diskriminierung im Sinne von sexistischer Diskriminierung, also das Diskriminieren von Menschen aufgrund ihres Geschlechts, setzt ja voraus, dass ich Menschen geschlechtlich irgendwie in Schubladen stecke, zum Beispiel weiblich oder männlich. Und der Übergang von das Runde gehört zum Runden zu alles Weibliche gehört irgendwie auch in eine Gruppe, also die Mädchen stehen links und die Jungs stehen rechts, ist ziemlich fließend. Was können wir jetzt tun, um Diskriminierung ein wenig zu verringern? Wir können, wie gesagt, nicht aufhören zu diskriminieren. Wir können nicht aufhören, die Welt in Kategorien einzuteilen. Und wir haben in unserer Sprache eben auch Kategorien festgelegt, weiblich und männlich. Und die werden sehr schnell übertragen auf Menschen, die dann entsprechend auch sexistisch diskriminiert werden können. Wir haben außerdem noch eine Herausforderung, wenn wir uns jetzt nochmal die Artikel und die Pronomen anschauen. Denn wir haben zwar das Neutrum, das und es, aber das können wir nicht auf Personen anwenden. Und das trifft auf alle Sprachen zu, die jetzt hier stehen. Das heißt, wenn ich über eine Person spreche, habe ich im Deutschen nur den Artikel die und der und ich habe nur das Pronomen sie oder er zur Auswahl. Das heißt, die Sprache gibt mir nur diese beiden Schubladen und in eine von beiden muss ich dann jeden Menschen irgendwie reinstecken. Es gibt jetzt verschiedene Überlegungen und verschiedene Ansätze. Seit einigen Jahrzehnten wird diskutiert, wie wir die Sprache diverser gestalten können, um eben der Diversität auch Rechnung zu tragen. Und es gibt die Vorschläge, Artikel zu benutzen, die es bisher nicht gab, wie Dicks. Es gibt auch Sie als neues Pronomen. Die sind allerdings noch nicht im Alltag angekommen. Ich bin da auch etwas skeptisch. Es gibt im Englischen They als Singularverwendung. Das ist eine Wiederentdeckung. Das gab es früher schon mal, vor ein paar Jahrhunderten. Und es gibt im Schwedischen ein neues Wort, das tatsächlich so gut funktioniert, dass es im Alltag schon ganz selbstverständlich gebraucht wird, nämlich Hen. Das eine Person beschreibt, die weder männlich noch weiblich gekennzeichnet wird dadurch. Da gibt es also verschiedene Überlegungen. Es gibt auch verschiedene Überlegungen, was die Substantive angibt, mit denen wir uns im Deutschen ja auch noch rumschlagen müssen. Wir haben es ja nicht nur mit den Artikeln zu tun, die machen schon genug Ärger.
Nein, wir müssen auch überlegen, wie wir geschlechtergerecht, diversitätsgerecht über Personen sprechen können. Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: das Sichtbarmachen und das Neutralisieren von Geschlecht. Wenn ich das Geschlecht sichtbar mache, habe ich die Möglichkeit, das zweigeschlechtlich zu machen und von Lehrerinnen und Lehrern zu sprechen. Das ist etwas, was wir tatsächlich im Alltag auch schon haben. Das hören wir in den Medien, das hören wir auch auf der Straße. Wir haben auch noch die Möglichkeit, mehrgeschlechtlich zu kennzeichnen. Das funktioniert vor allem sprachlich sehr gut in der geschriebenen Form, mit dem Genderstern zum Beispiel. Wir haben die Neutralisierung der Geschlechter, indem wir einfach von vornherein ganz andere Begriffe verwenden, wie Person oder Kraft. Oder wir benutzen die Substantivierung und sprechen von den Lehrenden. Wir können außerdem die Umkehrung nutzen. Bisher gab es das generische Maskulinum. Lehrer spricht alle Menschen gleichermaßen an, wurde da gesagt. Jetzt gibt es Personen, die sagen, ja, sagen wir einfach Lehrerin. Das spricht ja auch alle Menschen an. Ich meine, da steckt ja auch Lehrer mit drin. Ist ja mit angesprochen. Und es gibt die X-Endung als Vorschlag von Lan Hornscheid, die tatsächlich so vorgeht, dass sie sämtliche Endungen, die grammatisch ein Geschlecht kennzeichnen, aus-X't. Das ist nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten, die gerade diskutiert werden. Einige davon sind, wie gesagt, schon im Alltag recht gut angekommen, andere noch nicht so ganz. Und alle diese Varianten sind letztlich auch Kompromisse. Das liegt daran, dass Sprache immer ein Kompromiss ist. All diese Kompromisse haben jetzt Vorteile und auch Nachteile oder Probleme. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann sehen wir, dass das binäre Schema immer noch ziemlich stark präsent ist. Teilweise haben wir auch einfach Probleme in der Schrift oder in der Sprache, was auch ein Grund ist, warum es sich noch nicht so durchgesetzt hat. Wir haben das binäre Schema natürlich beim Zweigeschlechtlichen, bei Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben es aber auch noch, wenn wir den Genderstern benutzen. Und da kommen wir zu Problemen in Schrift und Sprache. Denn wenn ich Lehrerin sage, ist nicht klar, ob ich gerade ein Binnen-I gesagt habe und zweigeschlechtlich ausdrücken wollte oder ob ich einen Genderstern vorgelesen habe und eigentlich mehrgeschlechtlich ausdrücken wollte. Bei Lehrenden sind wir zwar neutral, aber spätestens im Singular sind wir auch wieder binär, weil dann ist es wieder der Lehrende oder die Lehrende. Die Umkehrung ist natürlich auch binär gedacht und die X-Endung macht doch einfach Probleme in Schrift und Sprache, weshalb sie sich eben auch noch nicht durchgesetzt hat. Ich persönlich nutze es nicht. Ich bin auch sehr skeptisch, ob es sich durchsetzen wird, aber darum geht es ja vielleicht gar nicht. Und ich finde es ganz fantastisch, dass es all diese Möglichkeiten gibt. Warum? Das werde ich am Ende sagen. Ich selbst nutze gerne den Genderstern und ich nutze auch sehr gerne den Begriff Personen, einfach auch, weil ich den Personenbegriff philosophisch so schön finde. Das, was er ausdrückt, das ist aber genau das, was ihn auch schwierig macht. Das heißt, ich bin mir auch in dem, was ich selber bevorzuge, bewusst, dass es immer ein kleiner Kompromiss ist. Es gibt nicht das perfekte Wort oder die perfekten Wörter. Das heißt, wir haben, wenn wir uns sprachliche Ausdrucksformen von Geschlecht in den Sprachen anschauen, in den indoeuropäischen, zum Beispiel im Deutschen, verschiedene Möglichkeiten, was die Substantive betrifft, das Ganze diverser zu gestalten. Und viele dieser Varianten sind ja auch im Alltag angekommen. Wir hören eben von LehrerInnen in den Nachrichten oder von Bürgerinnen und Bürgern, auch von Lehrenden ist dort die Rede. Was noch nicht wirklich im Alltag angekommen ist, sind die Vorschläge zu den Artikeln und auch den Pronomen. Die gibt es zwar, aber die haben eben doch größere Probleme, sich durchzusetzen. Und ich würde sagen, wenn es um diversitätsgerechte Sprache geht, dann sind es gerade diese blöden kleinen Wörter, die Artikel vor allem, auch die Pronomen. Das sind diese blöden kleinen Wörter, über die wir sowieso immer stolpern, auch wenn wir eine Fremdsprache lernen. Im Französischen nehme ich grundsätzlich immer das falsche Geschlecht. Und tatsächlich ist es so, dass wenn ich im Deutschen geschlechtergerecht sprechen möchte, das auch die Wörter sind, die mit die größten Probleme machen. Es gibt jetzt auch Sprachen, die funktionieren ganz anders. Und das ist jetzt eine gute Nachricht für alle, die Japanisch sprechen möchten und lernen möchten. Denn im Japanischen gibt es keine Artikel, keine Pronomen und kein grammatisches Geschlecht. Gute Nachricht. Tatsächlich gibt es Artikel überhaupt nicht.
Und auch wenn ich in Form von Substantiven über mich selbst oder andere Personen spreche, gibt es, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, dass eine Person eine Lehrtätigkeit hat, nur zwei Möglichkeiten. Ich sage Kyoshi, wenn ich über mich selbst spreche, und ich sage Sensei, wenn ich über andere Personen spreche. Wenn ich Sensei sage, habe ich damit nicht markiert, ob es sich um ein weibliches, ein männliches Geschlecht handelt, divers ist, neutral. Ich habe noch nicht mal gesagt, ob es eine Person ist oder mehrere. All das ist völlig offen. Das heißt, wir haben hier im Deutschen eine deutlich stärkere Diskriminierung, eine deutlichere Einteilung nach grammatischen Geschlechtern, die sich dann eben auch schnell auf die Personen übertragen mit den entsprechenden Vorurteilen, während wir im Japanischen eine absolute Offenheit haben. Mit Sensei habe ich eben nichts ausgesagt, außer dass es um eine Person geht oder mehrere und um eine Lehrtätigkeit. Damit kommen wir zur Anrede. Denn wenn ich im Deutschen eine Anrede benutze, dann drücke ich auch da ein Geschlecht aus. Ich sage, du bist weiblich, männlich, divers, neutral. Irgendetwas davon muss ich sagen. Denn wenn ich die althergebrachte Anrede Frau so und so oder Herr so und so wähle, dann habe ich eindeutig ausgesagt, Frau XY, du bist weiblich. Wir haben verschiedene Varianten, um das Ganze auch hier diverser zu gestalten, zum Beispiel mit dem Genderstern. Ich wüsste aber gar nicht, wie ich lieber richtig sprechen sollte. Also das ist etwas, was geschrieben gut funktioniert, gesprochen nicht ganz so gut. Ich kann natürlich auch mit dem Namen nur jemanden ansprechen. Auch da gibt es verschiedene Probleme. Siezen und Duzen ist dann wieder so eine Sache, die mit reinkommt. Aber es gibt verschiedene Varianten. Trotzdem glaube ich, dass Frau XY und Herr XY uns noch sehr, sehr lange beschäftigen werden. Die werden uns noch eine Menge Schwierigkeiten machen. Die werden einfach nicht so schnell verschwinden. Und die bringen natürlich auch wieder die Zweigeschlechtlichkeit mit rein. Denn es gibt auch keine dritte Möglichkeit, eine Person anzusprechen. Die, so wie Hen zum Beispiel im Schwedischen, tatsächlich synchron zu Frau und Herr benutzt werden könnte. Auch hier ist es im Japanischen ein bisschen anders. Die Sprechblase ist hier zwar deutlich größer, aber wir haben auch hier alle Varianten als Neutrum zumindest als Möglichkeit. Im Sinne von, es handelt sich um eine Person, aber ich sage damit nicht aus, ob diese Person weiblich oder männlich oder etwas anderes ist. Wir haben San und Sama. Wenn ich Suzuki-san sage, ist damit nicht ausgedrückt, ob es sich um eine männliche oder eine weibliche Person handelt. Chan und Kun haben so eine leichte Tendenz. Chan wird ein bisschen häufiger für Frauen verwendet und Kun ein bisschen häufiger für Männer oder junge Männer. Aber beides kann auch für beide Geschlechter verwendet werden. Wir haben also auch hier wieder eine starke Diskriminierung im Deutschen und eine sehr, sehr große Offenheit im Japanischen. Damit kommen wir zur Selbstbezeichnung und zur schlechten Nachricht für alle, die Japanisch lernen wollen. Jetzt wird es nämlich auf deutscher Seite viel, viel einfacher. Ich bin froh. Das ist zum einen in jeder Situation richtig, zum anderen habe ich damit überhaupt nicht ausgesagt, welches Geschlecht ich habe. Etwas, worüber wir vielleicht eher selten nachdenken. Tatsächlich gibt es, während es im Deutschen nur dieses eine Ich gibt, im Japanischen viele verschiedene Varianten. Die meisten dieser Varianten oder viele dieser vielen Varianten leiten sich von Watakushi ab, was so viel wie privat oder persönlich bedeutet. Das kann jetzt aber ganz unterschiedlich ausgesprochen werden, als Watakushi, Watashi, Atashi, Ashi und noch so vieles mehr. Und es gibt auch noch Begriffe, die sich ganz anders herleiten, wie Boku und Ore. Jetzt ist die Frage, hat sich das plötzlich umgedreht? Haben wir jetzt plötzlich eine größere Offenheit auf der deutschen Seite und eine größere Diskriminierung, vielleicht sogar nach Geschlechtern auf der japanischen? Naja. Irgendwas wird hier diskriminiert, weil wir hätten nicht so viele Begriffe, wenn da nichts unterschieden würde. Die Frage ist, was wird denn hier eigentlich unterschieden? Dazu müssen wir beachten, dass das Japanische eine kontextualisierende Sprache ist. Ganz anders als die indoeuropäischen Sprachen. Und wenn ich jetzt zwei Personen habe, sagen wir mal zwei bekannte Personen wie die beiden hier, dann referiere ich mit dem Ausdruck Frau Trump immer auf Melania Trump. Mit dem Ausdruck Herr Trump referiere ich immer auf Donald Trump. Wenn die beiden zur Auswahl stehen, ist klar,
welche Aussage sich jetzt auf welche der beiden Personen bezieht. Wenn ich im Japanischen Trump-san sage, dann kann das sowohl Melania Trump als auch Donald Trump sein. Ich brauche hier den Kontext, um zu wissen, von welcher der beiden Personen gesprochen wird. Es ist nichts an dem Son, was mir sagt, es ist entweder in diesem Fall die Frau oder der Mann, also Frau oder Herr. Es ist überhaupt nichts ausgesagt. Welche Rolle spielen jetzt diese vielen, vielen Ich-Worte an dieser Stelle? Dafür habe ich eine Kurzgeschichte mitgebracht aus diesem Buch von Yoko Tawada über Seezungen. Sehr schön. Und in einer dieser Kurzgeschichten erinnert sich die Ich-Erzählerin an ihre Zeit in der Grundschule und erzählt uns, wie verschiedene Kinder diese Ich-Wörter im Japanischen genutzt haben. Sie schreibt Folgendes. Eines dieser Mädchen fiel mir besonders auf, weil es sich wie ein Junge als Buku bezeichnete. Die meisten Mädchen in dem Alter bezeichneten sich als Atashi. Einige frühreife Mädchen dagegen schon als Watashi. Ein Mädchen aus einer vornehmen Familie benutzte das Wort Atakushi. Dieses Wort roch nach Zypressenholz. Die meisten Jungen nannten sich Boku. Einige freche oder stolze Jungen dagegen Ore. Es gab natürlich keinen Jungen in dem Alter, der sich schon als Watashi oder Watakushi bezeichnet hätte. Das hätte lächerlich geklungen, dafür mussten sie noch viel älter werden. Tatsächlich scheint es ihr eine eindeutige Diskriminierung nach Geschlechtern zu geben. Das heißt, bestimmte dieser Wörter scheinen nur von Frauen oder von jungen Mädchen, andere nur von Männern und Jungen benutzt zu werden. Watashi ist zwar neutral, aber selbst Watashi kann das Geschlecht markieren, denn in der Grundschule wird es nur von Mädchen genutzt. Atashi wird von Mädchen und auch von erwachsenen Frauen genutzt. Dasselbe gilt für Boku, für Männer und auch für Jungen, zum Beispiel auch schon in der Grundschule. Und Ore ist zwar etwas, was eher erwachsene Männer benutzen, aber auch Jungen in der Grundschule können es benutzen, wenn sie dadurch vielleicht sogar so etwas wie Männlichkeit schon ausdrücken wollen, also Stolz, Selbstbewusstsein und ähnliche Sachen, die vielleicht eher Stereotypen männlich sind. Es scheint hier also tatsächlich umgekehrt zu sein, wie eben noch. Eine Offenheit, was das Geschlecht betrifft im Deutschen und eine Diskriminierung nach Geschlechtern auf sprachlicher Ebene im Japanischen. Scheinbar. Denn ganz so einfach ist es nicht. Wir müssen auch hier bedenken, dass das Japanische eben eine kontextualisierende Sprache ist. Und jetzt kommt ein ganz verrücktes Gedankenexperiment. Angenommen, die Trumps hätten einen japanischen Angestellten. Dann würde diese Person gegenüber Donald Trump ein anderes Wort verwenden als gegenüber Melania Trump. Er würde gegenüber Donald Trump zum Beispiel sagen, Boku mo shiranai, ich weiß auch nicht. Während er Melania gegenüber sagen würde, Ore no keitai, das hier ist mein Smartphone. Er hätte in beiden Fällen durch die Verwendung von Boku bzw. Ore sich selbst als männlich gekennzeichnet. Er hätte aber gegenüber dem Vorgesetzten, der ja zudem eine geradezu gorillamäßig aggressive Männlichkeit an den Tag legt, eine etwas bescheidenere Männlichkeit ausgedrückt, während er der Frau gegenüber eine etwas selbstbewusstere Form der Männlichkeit ausgedrückt hätte, vielleicht sogar eine männlichere Männlichkeit. Und dasselbe gilt für Frauen. Auch Frauen benutzen in unterschiedlichen Situationen verschiedene Ausdrücke. Das heißt, ein und dieselbe Person benutzt verschiedene Ich-Formen. Wenn Marilyn Monroe zum Beispiel Japanerin gewesen wäre, hätte sie in diesen verschiedenen Situationen eben auch unterschiedliche Ausdrücke genutzt. Atashi, um ihre Weiblichkeit vielleicht auch zu betonen, in Gegenwart ihres Ehemannes oder Geliebten. Watakushi in einer sehr formellen Situation mit dem Vorgesetzten. Das heißt, wir haben hier scheinbar tatsächlich eine ziemlich eindeutige Unterscheidung nach Geschlechtern, was diese Wörter betrifft. Wir haben sowas wie eine Skala. Auf der einen Seite ist Atashi sehr weiblich, auf der anderen Seite steht Ore sehr männlich und Watashi in der Mitte ist dann neutral. Kann auch von beiden genutzt werden. Es gibt dazu auch passende Stereotype,
habituelle Ausdrucksformen von Geschlecht, die auch in dieser Kurzgeschichte beschrieben werden und die, glaube ich, auch in Deutschland durchaus uns begegnen können. Das Mädchen, das sich Buku nannte, hatte Schuhe für Jungen an und aus seinen Bleistiften befanden sich männliche Comicfiguren. Der Schulranzen war zwar rot, wie bei den anderen Mädchen, aber der Regenschirm war blau und trug das Bild eines Roboters. Er war also männlich. Wir haben ja also scheinbar eine ziemlich eindeutige Zuordnung der Geschlechter. Das scheint aber nur so. Denn es gibt ja dieses Mädchen, das sich Buku nannte. Und die macht einfach beides. Und die ist nicht allein. Es gibt sogar Ausdrücke, die solche Frauen und Mädchen bezeichnen. Buku-ko heißt so viel wie Buku-Mädchen. Das gibt es auch mit Frau und dann gibt es das Ganze noch mit Ore, also Ore-Frau und Ore-Mädchen. Also Mädchen und Frauen, die sich Buku oder Ore nennen und sich aber auch so verhalten. Das entspricht am ehesten dem, was wir als Tomboy bezeichnen würden, also eine weibliche Person, die sich männlich zeigt und gibt, die männlich handelt, auch männliche Kleidung vielleicht eher trägt, stereotyp männliche. Und dafür gibt es in Japan tatsächlich auch viele Vorbilder. Im Bereich Internet, Videospiele und Manga. Ein Beispiel wäre die Figur der Utena. Die sehen wir hier mit den pinken Haaren. Neben ihr steht eine sehr stereotyp weibliche Figur. Und Utena trägt nun männliche Kleidung, gibt sich auch männlich. Sie kämpft mit dem Schwert, um diese weibliche Person auch zu gewinnen. Und wenn sie von sich selbst spricht, dann sagt sie eben Buku. Utena ist also ein typisches Buku-Mädchen, Buku-ko. Und wir haben auch Figuren wie Matsuko de Lakusu. Matsuko ist eine Figur des öffentlichen Lebens und eignet sich auf verschiedenen Ebenen durch Kleidung, aber eben auch durch die Ich-Form eine sehr betonte Weiblichkeit an. Matsuko sagt nämlich oder spricht von sich selbst als Atashi, zum Beispiel in einer Publikation. Ich bin Matsuko de Lakusu, heißt die übersetzt. Wir haben also hier zwei Figuren, die sich das jeweils Stereotyp an das geschlechtliche Ich-Wort gegriffen haben und benutzen, um damit etwas Bestimmtes auszusagen, um eine bestimmte Form der Identität auszusagen, die in diesem Fall nicht mit ihrem biologischen Geschlecht übereinstimmt. Wir haben aber auch ganz andere Beispiele, wie Haruna Fuka, eine junge Schauspielerin und Sängerin. In ihrem Twitter-Account heißt sie zum Beispiel Harukase Chan, also das Chan könnte man hier fast schon mit Fräulein übersetzen. Es ist also drückt irgendwie aus Jugend und aber auch Weiblichkeit. Und sie identifiziert sich scheinbar auch damit. Irgendwann ist ihr aber aufgefallen, dass es da eine gewisse Ungerechtigkeit gibt. Denn während Männer verschiedene Möglichkeiten haben, Männer können für sich selbst Ore, Buku oder auch Watashi benutzen, bleibt Frauen in den meisten Situationen nur Watashi. Und das fand sie einfach blöd und hat dann gesagt, na, dann nehme ich jetzt auch Buku. Tatsächlich hat sie sich das Ich-Wort Buku angeeignet, allerdings nicht wie im Fall von Utena, um damit auf Männlichkeit zu referieren. Sie will damit nicht ausdrücken, dass sie männlich ist oder sich männlich fühlt. Sie hat sich einfach eine Freiheit genommen, eine Möglichkeit genommen, die bislang nur Männern gegeben war, nämlich mehr Ich-Worte als Auswahl zu haben, die in relativ neutralen Situationen auch verwendet werden können. Wir haben also zwei Beispiele einer queeren Aneignung der geschlechtlich konnotierten Ich-Worte. Wir haben aber auch mit Haruna ein Beispiel, wo eine junge Frau ein Ich-Wort sich angeeignet hat, nicht um damit das Geschlecht, was eigentlich damit verbunden wird, auszudrücken, sondern einfach sich eine Freiheit zu nehmen, nämlich auch weniger formell ich sagen zu können, weniger höflich, ein bisschen legerer. Das sind jetzt ein paar Ausnahmen zu der scheinbaren Regel. Wenn wir aber weiter suchen, finden wir davon immer mehr. Es hört nicht auf.
Zum Beispiel war es so, dass in der Edo-Zeit ganz selbstverständlich sowohl Frauen als auch Männer Ore gesagt haben. Jetzt könnten wir sagen, naja, die Edo-Zeit ist ja auch schon eine Weile her. Aber wir suchen ein bisschen weiter und schon stoßen wir auf das nächste Beispiel. Bis heute ist es nämlich so, dass in bestimmten Regionen, zum Beispiel in der Präfektur Yamanashi, Frauen ganz selbstverständlich Ore sagen. Und die referieren, genau wie Haruna, nicht damit auf eine Männlichkeit. Die wollen nicht ausdrücken, dass sie männlich sind. Überhaupt nicht. Es ist einfach Teil ihres Dialekts. Das heißt, wenn eine Frau aus der Präfektur Yamanashi Ore sagt, drückt sie nicht aus, ich bin männlich, sondern sie drückt aus, ich bin aus der Präfektur Yamanashi. Dementsprechend müssen wir die hier eigentlich anders einfärben, denn diese Beispiele von Ore und Boku sind gar nicht blau. Die referieren gar nicht auf Männlichkeit, sondern die drücken ganz unterschiedliche Sachen aus. Das heißt aber auch, dass unser Bild mit der Sprechblase eigentlich ein bisschen anders aussieht. Das sah ja so wunderbar geordnet aus, so wie wir es auch im Deutschen haben, also schön in Rot und Blau unterteilt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, sieht es doch eigentlich eher so aus. Wir haben auch hier ganz viele Möglichkeiten und wir sehen, dass mit Ausnahme von Atashi alle vier Ausdrücke für Ich von beiden Geschlechtern benutzt werden konnten oder können, je nach Kontext, ohne damit überhaupt auf Geschlecht zu referieren. Sie können aber auch benutzt werden, um eine queere Identität auszudrücken oder tausend andere Möglichkeiten. Es ist also um einiges komplizierter, als es im Deutschen ist mit der Festschreibung. Hier wird zwar diskriminiert, aber was genau diskriminiert wird, ist eben extrem kontextabhängig. Und das führt uns zu einem auch philosophisch sehr interessanten Bereich, denn diese starke Kontextualisierung ist nicht nur in der japanischen Sprache von Bedeutung, sondern auch in der Philosophie. Wir haben nämlich im Zusammenhang mit diesem Ich, das sich ja niemals verändert, es wird nicht flektiert und es sagt eigentlich auch gar nichts aus, außer ich. Ich sagte ich, mehr nicht. Mit diesem Ich haben wir auch so eine Vorstellung von einem Individuum, von der Person als einem Individuum, als etwas Unteilbarem, Beständigem, was sich eben nicht verändert. Und dem steht im Japanischen jetzt das Intersubjekt gegenüber. Dieses Intersubjekt funktioniert völlig anders, ungefähr so wie die Sprache auch völlig anders funktioniert. Der japanische Psychoanalytiker Bin Kimura hat das sehr schön beschrieben. Der war in Deutschland und hat auch in beiden Ländern praktiziert und sowohl japanische als auch deutsche Menschen kennengelernt dabei und hat festgestellt, es gibt da einen großen Unterschied. Er schreibt, dass es für das Personalpronomen der ersten Person nur ein Wort gibt, besagt, dass man selbst immer und unter allen Umständen fortfährt, als eine unveränderliche Person ich zu sein. Dass ich selbst bin, ist eine sozusagen bereits feststehende Tatsache, die jeglichem sprachlichen Ausdruck vorausgeht und ihn bestimmt. Diesem feststehenden Ich steht jetzt im Japanischen das Intersubjekt gegenüber. Das heißt, es wird nicht davon ausgegangen, dass ein isoliertes, autonomes, unveränderliches Ego das Selbst ist, sondern dieses Selbst wird in den zwischenmenschlichen Beziehungen direkt verortet. Das hat Auswirkungen auf unsere Vorstellung von Personen. Und das hat natürlich auch eine große Inspiration für ethische Reflexionen zum Beispiel. Denn diese sprachlichen Unterschiede können durchaus als Ausgangspunkt ethischer Reflexionen dienen, die dann eben nicht mehr davon ausgehen, dass hier die Person als autonomes Subjekt im Fokus steht, sondern die zwischenmenschliche Beziehung. Das heißt, das Japanische beschreibt tatsächlich eine andere Realität oder eigentlich müssen wir sagen andere Realitäten als das Deutsche. Mit dem deutschen Ich, mit diesem substanzontologisch gedachten deutschen Ich, das sich niemals verändert, verdecken wir in gewisser Weise die intersubjektive menschliche Dynamik und Pluralität, die uns ja auch gegeben ist. Gleichzeitig ist es auch geschlechtsneutral. Das drückt also auch etwas anderes aus als im Japanischen. Eine andere Realität.
dass ich, eigentlich die Iche im Japanischen, diese pluralen und dynamischen Formen des Ich im Japanischen eröffnen im Gegensatz dazu eine Vielfalt von Möglichkeiten des Ausdrucks der Person, der auch der eigenen Wahrnehmung. Das ist natürlich phänomenologisch auch wieder sehr spannend. Aber mit diesen Möglichkeiten kommt auch die Qual der Wahl. Denn wenn ich mich entscheiden kann, etwas Bestimmtes auszudrücken, entscheide ich mich ja auch in dem Moment, in dem ich es ausdrücke. Ich tue etwas mit Worten. Doing things with words. Das heißt, ein Stück weit kommt mit diesen Möglichkeiten zum auch geschlechtlichen Ausdruck meiner selbst auch der Zwang zur Festlegung, auch zur geschlechtlichen Festlegung. Und auch das ist in der Kursgeschichte sehr schön beschrieben, dass das als Zwang erlebt werden kann, nicht nur als Möglichkeiten, und dass das Ich, das deutsche Ich, auch sehr positiv wahrgenommen werden kann. Die Ich-Erzählerin schreibt, denn sie hat irgendwann in Deutschland das deutsche Ich für sich entdeckt, ein Ich muss kein bestimmtes Geschlecht haben. Kein Alter, keinen Status, keine Geschichte, keine Haltung, keinen Charakter. Ich wurde zu meinem Lieblingswort. So leicht und leer wie dieses Wort wollte ich mich fühlen. Ich wollte sprechen, ohne mich entscheiden zu müssen, welchem Geschlecht ich angehöre. Die interkulturelle Reflexion macht uns Phänomene anders bewusst, macht uns andere Aspekte derselben Phänomene bewusst oder zeigt uns ganz andere Realitäten auf. Das Ich als ein geschlechtsneutrales Lieblingswort ist mir erst durch diese Geschichte bewusst geworden. Und genauso ist das Ich als ein substanzontologisches Hindernis in der Wahrnehmung von Vielfalt etwas, was uns bewusst wird, wenn wir im interkulturellen Austausch mit dem Japanischen uns beschäftigen. Jetzt habe ich mich gefragt, ist diese so andere Art der sprachlich-sozialen Interaktion, dieses starke Kontextualisieren im Japanischen, vielleicht sogar ein Vorbild oder eine Inspiration für diversitätsgerechte Sprache in Deutschland? Ich würde sagen, ein Stück weit ja. Denn wenn wir diversitätsgerecht sprechen wollen und schreiben, wenn Sprache diversitätsgerecht sein soll, dann muss sie auch Vielfalt abbilden, sonst ist sie ja nicht diversitätsgerecht. Wenn sie jetzt aber Vielfalt abbildet, dann wird sie selbst vielfältiger. Sie wird komplexer, sie wird komplizierter und die Fehlermöglichkeiten nehmen auch zu. Das heißt, wir haben etwas, was wir im Japanischen in der Sprache sowieso schon immer haben. Wir tun Dinge mit Worten und im Japanischen sind sich die Menschen dessen sehr bewusst. Und sie handeln dementsprechend, wenn sie sprechen. Denn jedes Mal, wenn ich eines dieser Ich-Worte nehme und ausspreche, tue ich etwas. Ich kennzeichne mich, ich lege auch ein Stück weit meine Wahrnehmung der Situation fest, meine Wahrnehmung meiner Person, der anderen Person, all das drücke ich in diesem einen kleinen Wort aus. Und damit tue ich natürlich etwas im sozialen Kontext. Im Deutschen haben wir jetzt diese starke Kontextualisierung nicht und wir haben im Gegensatz dazu aber diesen Hang, alles immer so schön klar haben zu wollen. Also Begriffe müssen klar sein, die müssen klar zugeordnet werden, es muss klare Regeln geben. Leider funktioniert Sprache so nicht. Trotzdem haben wir teilweise aufgrund der Struktur unserer deutschen Sprache, aber auch etwas, was sich in der Philosophie einfach auch sehr stark manifestiert hat, immer diese Sehnsucht nach Klarheit, nach Eindeutigkeit. Und ganz ehrlich, wir wünschen uns doch alle immer einfache Lösungen, oder? Wäre das nicht schön, wenn es einen Begriff gäbe, der alle glücklich macht? Einen Begriff, einen Ausdruck, der diversitätsgerecht ist und mit dem alle zufrieden sind? Diesen einen heiligen Ausdruck gibt es nicht. Was es gibt, ist das, was es tatsächlich momentan auch schon gibt. Da müssen wir gar nichts groß gerade erfinden. Wir haben schon viel und ich hoffe, dass es noch mehr wird. Denn wir haben bereits eine Vielfalt. Das, was ich eben dargestellt habe und vorgestellt habe, diese ganzen Kompromisse, wie ich sie genannt habe, sind nämlich Kompromisse, insofern es nicht den einen perfekten Begriff gibt. Nicht den einen perfekten, diversitätsgerechten Ausdruck.
Stattdessen gibt es eben diese Vielfalt von Vorschlägen und Möglichkeiten. Und auch wenn ich das X als Endung nicht umsetze und auch skeptisch bin, ob es sich durchsetzen wird, finde ich es ganz fantastisch, dass es das gibt. Denn dadurch, dass es vorgeschlagen wurde, ist es jetzt in der Welt. Und es bereichert unsere Sprache, es macht sie vielfältiger. Es ist im Diskurs und der Diskurs es wird dadurch automatisch vielfältiger. Das heißt auch, dass wir, genau wie im Japanischen, aber auch gut nachdenken müssen, bevor wir etwas sagen. Denn jedes Mal, wenn ich etwas sage, wenn ich zum Beispiel LehrerInnen sage oder Lehrerinnen und Lehrer, dann drücke ich damit etwas aus und ich tue etwas. Ich lege meine eigene Wahrnehmung fest, ich drücke meine eigene Wahrnehmung aus und ich schreibe auch die Person, mit der ich in dem Moment spreche oder über die ich spreche, fest. Das ist etwas mit Worten tun. Und das Beste, was wir tun können, ist, diese Vielfalt nicht als etwas Negatives zu sehen. Sie macht es komplizierter, sie macht die Fehlermöglichkeiten auch größer und sie verunsichert auch. Das tut Vielfalt immer. Aber sie bietet eben auch viele Möglichkeiten. Und das Beste, was wir damit machen können, ist eben, diese Vielfalt zu nutzen und zu hoffen, dass wir in der richtigen Situation das richtige Wort wählen. Und wenn nicht, können wir immer noch aus unseren Fehlern lernen. Und genau darum geht es eigentlich bei geschlechtergerechter Sprache oder diversitätsgerechter Sprache. Denn das, was im Dudenhandbuch geschlechtergerechte Sprache steht, ist sehr ähnlich zu dem, wie das Ich-Wort zum Beispiel, die Ich-Wörter im Japanischen verwendet werden. Dort steht: Für die Anwendung geschlechtergerechter Sprache gibt es keine Norm, die vergleichbar wäre mit anderen Normen im sprachlichen Bereich, wie zum Beispiel der Rechtschreibung. Gendern bedeutet situationsangemessen, sachangemessen, das heißt inhaltlich korrekt, verständlich und ansprechend, den Grundsatz der geschlechtergerechten Sprache in der eigenen Sprachproduktion umsetzen. Tatsächlich könnten wir hier an allen Stellen geschlechtergerechte Sprache ersetzen durch die in Anführungszeichen korrekte Anwendung der Ich-Form im Japanischen. Ich könnte sagen, für die Anwendung der korrekten Formen oder für die korrekte Auswahl der Ich-Formen im Japanischen gibt es keine Norm, so wie es sie in anderen sprachlichen Bereichen wie der Rechtschreibung gibt. Stattdessen geht es dabei eben darum, situations- und sachangemessen, anschaulich und verständlich mich auszudrücken. Genau darum geht es. Und das heißt, dass wir in beiden Fällen in diesem kontextualisierenden Sprachgebrauch im Japanischen, aber auch wenn wir diversitätsgerecht sprechen wollen, eigentlich keine formalsprachliche Kompetenz gefordert haben. Es geht nicht um eine analytische Kompetenz oder darum, jetzt bestimmte Regeln korrekt anzuwenden, denn diese Regeln gibt es gar nicht. Die Regeln ändern sich sozusagen, und zwar permanent, so wie sich die dynamischen sozialen Beziehungen zwischen uns ändern. Es geht dementsprechend eben auch nicht um eine formalsprachliche Kompetenz, sondern es geht um eine soziale Kompetenz und um Rücksichtnahme. Und da können wir vom japanischen Sprachgebrauch tatsächlich noch einiges lernen.